Ja, guten Abend, meine liebe YouTuber, meine liebe Menschen, die interessiert sind an meiner Arbeit. Ich bin da gerade vorhin an einem Buch vorbeigelaufen, wo bei uns im Warteraum liegt für kleinere Klienten und Klientinnen. Die Schlümpfe. Das Buch heißt Die Schlümpfe und der goldene Baum. Ja, und dann ist mir gerade in den Sinn gekommen, der goldene Baum, da war doch was heute. Mich hat jemand gefragt, Christian, warum machst du diese Filme? Warum machst du diese YouTube-Filme? Du brauchst doch das nicht, du hast das nicht nötig. Ich habe ihm zumal zur Antwort gegeben, du, da magst du recht haben, aber es geht auch darum, ich habe und bekomme so viele Informationen, so viele Dinge tagtäglich aus der Welt hier und auch aus der anderen Welt, wo ich immer wieder damit arbeiten darf. Und es gibt so viel Spannendes zu erzählen und man soll ja seine Erfahrungen und sein Wissen nicht immer selbst für sich behalten, sondern man darf das auch weitergeben und soll das auch weitergeben. In dem Sinne möchte ich ein bisschen wie mit meinen Büchern Aufklärungsarbeit leisten und weil es halt vielleicht auch ein bisschen meine Arbeit ist. Ja, wir sitzen jetzt hier von einem Baum. Das ist eigentlich auch, wie die Schlümpfe erzählen, ein goldener Baum. Warum? Ist ein Bananenbaum. Gibt er goldene Bananen? Nein, ich habe noch nie Bananen gesehen an diesem Baum. Aber eins darf ich euch sagen. Dieses Baum ist beherzt. Dieser Baum hat ein Herz. Könnt ihr es sehen? Ja, hier ist es, da unten, schaut mal, da ist das Herz. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Gras, jede Blume oder was auch immer, ist beherzt, das heißt, es hat auch eine Seele. Glaubt ihr das nicht? Doch, ich hatte mal genau mit diesem Klienten, der mich heute gefragt hat, warum dass ich das mache, ein Erlebnis. Diese Person hatte Krebs und wie ihr wisst, sind ja bestimmte Stoffe, die man braucht für die Chemotherapie, sind pflanzlich. Das sind teilweise Säfte aus Bäumen, die da gebraucht werden, hochkonzentriert für diese Chemo. Es gibt aber auch verschiedene Gifte sonst, die man für diese Chemo verwendet. Was macht die Chemotherapie? Die Chemotherapie macht eigentlich mit diesem Gift, vergiftet es den Körper. Das heißt, wenn ein Körper vergiftet wird, muss der Körper sich darauf konzentrieren, sich wieder zu regenerieren und durch das fehlt die Energie, um den Tumor zu nähren. Und durch das kann der Tumor schrumpfen und kann, so Gott will, auch verschwinden. Okay, das ist jetzt ein bisschen einfach und sehr, sehr schnell erklärt. Ich weiß, aber es geht mir eigentlich nur um das Prinzip, auch im Zusammenhang mit diesem Baum. Mit diesem Bananenbaum kann ich es dir nämlich ganz gut erklären. Du siehst, dieser Baum ist hier auf dieser Seite sehr schön und grün. Auf dieser Seite sind die Blätter am Absterben. Warum? Vielleicht könnt ihr es sehen, da unten ist ein Ast entstanden, ein zweiter Baum, und dieser zweite Baum nimmt den Saft und das Wasser, wo eigentlich
der Mutterbaum bräuchte, nimmt er den Mutterbaum weg. Dieser Saft fehlt und die Blätter gehen zurück. Ja, es ist eigentlich ganz logisch und ganz einfach. Also, in diesem Fall mit diesem Baum müssen wir jetzt natürlich was machen. Das heißt, wir müssen diesen kleinen Baum wegnehmen und separat einpflanzen. Genau das macht die Chemotherapie auch. Auf einer Seite nimmt es dem Krebs die Kraft und der stirbt ab. Gleichzeitig, in den meisten Fällen, wenn ich mal sage, das ist der Krebs oder das ist der Tumor, wird dann dieser Tumor entfernt. Das ist kein böser Baum, das ist ein lieber und sehr netter Bananenbaum. Ich habe zwar noch keine Bananen geerntet davon, aber ich kann diesen Teil wegnehmen, separat pflanzen und er wird auch kommen. Einen Tumor kann man auch aus dem Körper schneiden und wegnehmen. Und durch das, dass dieser Störenfried, dieser Tumor beim Menschen weggeschnitten oder weggenommen wird und der Baum eigentlich vergiftet wird, kann er schlussendlich zuerst einmal in sich zusammenfallen, aber schlussendlich dann wieder neu aufbauen. Und man kann auch da schlussendlich diese Blätter abschneiden und der ganze Baum hat schlussendlich wieder schöne grüne Blätter. Weil dieser Baum wächst ja auch mit dem und eine Palme, ein Bananenbaum ist ja auch so, dass die unteren Blätter immer wieder absterben. Ja, also das wollte ich eigentlich nur kurz zum Feierabend mit diesem Baum erklären. Ja, vielleicht eine komische Erklärung, aber vielleicht auch etwas zum ein bisschen Nachdenken. Zur Erklärung, warum, dass ich auf diesen Baum auch gekommen bin und den jetzt da er mir als Modell hinhalten sollte oder darf, ist Folgendes. Die Pflanzen reagieren auf andere Pflanzen, wo ihnen die Energie rauben. Wie gesagt, ist eine Krebstherapie in der Regel mit pflanzlichen oder anderen Giften. Wo dieser Klient damals irgendeinmal gekommen ist, hatte er ein oder zwei Tage zuvor eine Chemotherapie. Und diese Ausdünstung aus dem Körper, wie wenn ja auch die Stoffe und alles ausgedünstet und aus dem Körper getrieben wird, auf, mal einfach gesagt, hat man eine stärkere Ausdünstung. In dieser Ausdünstung ist natürlich auch der Geschmack von diesem Gift, mit dem er eigentlich vergiftet wird. Wo dieser Klient gekommen ist, hat dieser Baum gemerkt, das ist ein Geschmack, das er irgendwo aus der Natur kennt. Und dieser Geschmack kann einen anderen Baum, sprich in dem Fall einen Bananenbaum, vergiften. Er kann ihm die Energie nehmen, dass er in sich zusammenfällt. Dass eigentlich das nicht passiert, reagiert der Baum, eben weil er auch ein Herz hat, und er sendet ein Gegengift, das heißt ein Geruch aus. Wo dieser Klient schlussendlich gegangen ist, und ich bin das nächste Mal dann wieder in den Raum gekommen, hat dieser Baum richtig gehend gestunken. Er hatte wirklich einen richtig gehend
unangenehmen Geschmack entwickelt innerhalb von ein paar Minuten. Das heißt, er hat reagiert und hat sich selbst geschützt mit diesem Gestank, wo er dann draußen, normal in der Natur, da drin braucht er das nicht mehr, draußen in der Natur schlussendlich Schädlinge von sich fernhält. Diese Schädlinge können auch Insekten sein oder irgendwie Tiere oder Käfer oder was auch immer, wo dann diese Bäume auch zerstören können, wie man es ja kennt. Also, ich wollte einfach nur damit sagen, jeder Baum, jede Pflanze und alles ist beseelt und lebt. Ja, wenn ich es das so sage, jede Pflanze, jeder Baum und alles lebt, das ist tatsächlich so, dann müsste man sich doch auch überlegen, was macht es für einen Unterschied, wenn man jetzt für uns auf den Menschen genommen unsere Nahrungskette ansieht, sei es Pflanze, Salat, Gemüse oder was auch immer, wo demzufolge auch beseelt ist, oder sei es ein Tier, das gejagt wird, so wie früher in der Natur auch, wo wir jagen mussten, um zu überleben, macht es in dem Sinne eigentlich keinen Unterschied mehr. Also, jetzt gibt es ganz viele Leute, die sich vegan ernähren, die diesen Trend oder diesen Hype ein bisschen mitmachen wollen, egal aus welcher Ideologie, aus welchem Grund, das steht mir nicht zu, über das zu beurteilen. Aber ich wollte einfach nur sagen, überlegt euch, dass in den Pflanzen, in den Gräsern, in den Gemüsen, im Obst oder wo auch immer, immer auch eine Seele vorhanden ist. Und ja, also eins, man muss nicht immer so ernst sein. Zum Abschluss, liebe Veganer, bitte isst keine Pilze mehr. Bitte isst keine Pilze mehr, weil da sind Schlümpfe drin. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend und noch viel Spaß beim Schauen vielleicht von weiteren Videos von mir oder noch viel besser von einem Buch, wo ich das meine Arbeit und verschiedene Dinge auch erklären kann. Also, bis zum nächsten Mal, vielleicht bis zu einem Buch, und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, empfiehlt es mir weiter, teilt es, empfiehlt es. Ich fände das gut. Gut, schönen Abend. Tschüss.